Pass mal auf, wir suchen den hässlichsten Downhill-Fahrer von heute. Herzlichen Glückwunsch! Du wurdest nominiert als der hässlichste Downhill-Fahrer 2014! Ich sag meinen Freunden. So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserer neuen YouTube-Show, der hässlichste Mensch. Ja, wir wählen heute den hässlichsten Menschen 2015 und wir haben uns einen besonderen Menschen ausgesucht. Den besten Freund von Vito. Vito kommt aus Magdeburg und hat seinen Kumpel, wie heißt er? Philipp Wiegratz. Philipp Wiegratz? Ja. Er hat irgendwo mitgespielt, ne? Genau, bekannt aus... Er hat den Augustus Glück gespielt und er wird heute den Preis des hässlichsten Menschen bekommen. Und er kriegt diesen wunderschönen Prinzen, wer immer. Aber der Video spielt ihn auch noch ein Ständchen, oder? Ja, ich mal einfach, ja, stimmt doch einfach schon mal an. Ja, also Philipp weiß nicht, dass wir kommen. Er hat den Wohnungsschlüssel von ihm und wir gehen jetzt einfach mal direkt in die Wohnung rein. Genau. Ausgezeichnet worden, Vito. Willst du den Preis selber übergeben? Boah, das wäre mir eine Ehre. Ja. Philipp Wiegratz? Ja. Du wurdest gerade zum hässlichsten Menschen 2015 gekürt. Hey, hey, hey. Und dazu gibt es natürlich noch eine andere Kleinigkeit für dich. Du bist gerührt. Endlich ein silbernes Ticket. Ja! Philipp. Jetzt komm mal! Und? Guck bitte noch rein, das ist ja ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, ne? Du kleiner Schokoladenjunkie. Die Schokolade, die gute. Du, herzlich willkommen bei FUFO 10. Wir bieten heute leckerste Schokolade an. Guter Stoff. Also kurze Vorinfo, der hässlichste Mensch, der gekürt wird, hat vor ein paar Jahren bei dem wunderschönen Film Charlie und die Schokoladenfabrik mitgespielt. Er hat den Augustus Glück gespielt. Und da Augustus Glück ja so viel Schokolade mag, haben wir uns gedacht, wir machen ihn ein bisschen Schokolade. Allerdings ist in der Schokolade, was ist das genau? Das ist diese scharfe China-Soße eigentlich. Die jeder aus dem guten Asien-Imbiss kennt. Ja. Und die mit dem Hahn, die ist besonders scharf. Oh ja. Das hat sich schon rausgeätzt aus der Schokolade. Das ätzt sich hier richtig raus. Guck mal, warte. Ich werde jetzt diese Schokolade probieren. Einfach rein damit, ey, ist Hammer. Also mit dieser Schokolade passiert. Was ist mit dieser Schokolade passiert? Schmeckt die? Ich finde es gehen. Ich kenne ja. Das ist wirklich gute Schokolade. Wie es geht.
Es geht! Was ist da los? In der China-Soße in der Soße. Speziell Schnee. Und die mit dem Hahn drauf. Ich danke vor allem meiner Familie, die mich immer zur Hässlichkeit unterstützt haben. Ich danke meinen Freunden, Vito Ané, auch immer dafür gesorgt, dass ich der Hässliche von uns beiden bin. Ja, das ist schön. Ich wollte nur mal danken. Ich schließe ab, ja. Ja, ich schließe mal lieber an. Hast du das? Ich dafür auch gut schlafen können. Drehen wir auch zweimal rum. Genau. So, und das war's mit der hässlichsten Mensch 2015, die erste Folge. Tschüss, tschüss. Bis bald. Bis bald. Ja, Freunde, das war's mit der allerersten Ausgabe von Der hässlichste Mensch. Und wenn ihr Freunde habt, die zum Beispiel hässlich sind oder schön sind und ihr denkt, okay, der hat trotzdem diesen Preis verdient, dann bewerbt euch bei mir. Ja, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schicken unter ck-filmproduktion@tonline.de oder ihr schreibt mir bei Facebook auf unserer CK Productions Fanpage. Alle Links sind unten hier in der Beschreibung drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt auf das Video, wenn ihr uns abonniert natürlich auch und wenn ihr auf Facebook liked, das ist natürlich auch sehr, sehr super. Und jetzt stelle ich euch vor eine Wahl. Ihr könnt nämlich zwischen den nächsten Videos wählen. Einmal haben wir hier auf der Seite das Interview mit Calcha Candela Frontmann Matteo. Das war sehr, sehr witzig in Berlin. Und wir haben auf der zweiten Seite das wunderschöne Video des Jahresrückblicks 2014 mit allen Highlights von CK Productions. Ja, und wenn ihr wieder mehr sehen wollt, dann schaltet nächste Woche Donnerstag wieder ein, wenn es heißt Watch This, die Show mit Chris. Und jetzt dürft ihr erstmal auswählen. Bis bald!